So, zum letzten Part der Vorproduktionus Spontanius hier auf dem wunderschönen Kanal. Fangen wir heute an mit unserem Gewerbegebiet XXL. Ich weiß es nicht. So, wir ziehen die Straße bis runter. Und dann ist also die Brücke hier, die nicht gerade sehr schick aussieht, aber... Was soll man denn sonst machen? Hyper. Könntest du noch nie mal Schiff holen? Ich habe gedacht, ich kann mir jetzt langsam mal so die Schifflinie hier bauen. Aber das geht ja noch nicht. So ein Ziel gehen wir nach unten. Und die ersten Ansiedlungen des Gewerbesgebietes XXL hat begonnen. Also noch hier neues markiert. Oh, die fangen hier unten an zu bauen. So. Bin ich mal gespannt, wie das mit den LKWs läuft. Weil jetzt wollen ja mehr LKWs hier runter und wollen ihr Zeug verticken. Oh, das sind die Dianhöhen. Richtlinien sind natürlich Strom, Wasser, Rauchmelder, Recycling und Drogenkonsum. So. Jetzt wie Parks und drei Parks, oder? Passt hier noch einer hin irgendwie? Ja, guck mal hier, drei Parks. Das reicht. Guck mal, hier oben wollen sie auch mal Parks haben. Da sage ich natürlich nicht nein. Weil Parks sind Erholungsbedarf. So. Oh. Erholungsbedarf, Wir haben ja relativ gut Geld. Wobei ich natürlich mehr auf die Schule achten muss. Ob da alles gut läuft. Oh, hier. Hoppala. So. Die haben auch so ein riesen Einzugsbereich, das ist auch krass. Guck mal, das, was sich jeder wünscht. Ein Hüpfpark. Hüpfbrückenpark. Hier noch hin? Alter, wie einfach mal alles so blau wird. Alles blau wird. Richtig nice. So, und dann müsste der Strom sich ja jetzt langsam erweitern. Hier fehlen noch ein, zwei Häuserchen. Und dann haben wir hier überall Strom, Spontanius. Aber wir machen gleich mal hier Vorfahrtsstraßen alles. Mal gleich mal hier bearbeiten, dass eben hier, ne, hier machen wir es so. So, obwohl eigentlich die Straße auch ringsherum Einbahnstraße, ja, wir machen das noch zur Einbahnstraße. Wäre sonst ein bisschen dämlich.
Auch wenn jetzt alle so ringsherum fahren müssen, aber ist mir egal. Und das alle umdrehen, das ist natürlich auch richtig. Ja, komm, wir lassen es so. Ich habe gerade überlegt, ob wir ringsherum so Dings machen, die Straße mit... Na. Mit Einbahnstraße so. Aber dann lasse ich das mal lieber doch. Also Mechtlin würde ich dort nie so umdrehen. Vor allem, das ist eine 90-Grad-Drehung. Komm, wir füllen jetzt mal alles hier schon mal aus. Und hier oben noch. So. Hier noch. Und das war's mit diesem kleineren Gewerbegebiet. Frische Blut. Frisches Blut. Vor Industriegebiet haben wir seit langem nicht mehr gebaut. Ob dieses Dingsgebiet hier dazu zählt, also dieses Bürogebiet als Industrie? So, warte mal, dann kann aber hier jetzt... das hier raus. Wozu braucht man da noch ein Stoppschild? So. Ich weiß nicht, ob ich das bereuen werde, aber ich mach's trotzdem. Ich mache es trotzdem. Ich weiß nicht, ob das was bringt oder nicht. Sag mal, wie seid ihr denn so? Ich habe Mückenstich. Ich kratze die ganze Zeit. Man soll ja eigentlich nicht kratzen. Ey, aber ich bin ehrlich, ich kapiere nicht, wie man kriegt sonst seine Haut nicht aufgerissen so ordentlich. Aber ist ein Mückenstich oder irgendwas da? Ach, da kratze ich zweimal. Hoppala, da blutet das ja wie verrückt. Wie kriegt man das hin? Ich beobachte das ja nicht, aber trotzdem ist es so, okay. So, Busverkehr könnte bis hier runter eigentlich. Oder hier U-Bahn. Ich glaube, U-Bahn wäre das Praktischere. Dann machen wir eine neue Linie. Die von hier. Nach hier. Nach hier führt, ja, das war's. So. Dann braucht ihr drüben nur noch Strom. Haben wir das hier genannt? Ja. U-Bahn 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. So, das wäre ja Industriestadt. 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 Mit 72 Passagieren. So, das hier ist dann Stadtgewerbe. Stadtgewerbe. Was ist das hier? Stadtindustrie. Stadtindustrie.
Also eigentlich ist die ja jetzt langsam sinnlos geworden, aber hier wollen immer noch ein paar Leute mitfahren. Was ist sinnlos, diese Strecke eigentlich? Weil die wird ja schon extrem benutzt. 150 pro... Alter. Pro Zug 150 Leute. Gefällt mir, muss ich sagen. Industrie hier oben hat auch weniger Stau, glaube ich, als damals. Gefällt mir auch. Und ich würde mal sagen, Leute, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gibt noch einen Daumen, wenn nicht einen Daumen nach unten. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt. Oder auch nicht. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Sagt euer Mensch Wort. Ciao, ciao.